Nächster Redner ist der Abgeordnete Richter für die Fraktion der AfD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Wagner, was Sie hier gerade getan haben, das kann ich nur unsägliche Hetze nennen. Es ist eine unsägliche Hetze, gegenüber unserer Partei so zu stehen und zu sagen, warum bringt denn die AfD diesen Antrag ein? Haben Sie diesen Antrag gelesen? Dann ist Ihnen klar, dass es um Transparenz geht. Warum wollen Sie denn das nicht? Warum wollen Sie denn das nicht? Warum wollen Sie sich dagegen stellen? Sagen Sie doch den Menschen, wer eventuell vielleicht Dreck am Stecken hat. Denn das kann man durch so etwas sehen. Das kann man durch so etwas sehen. Das kann man durch so etwas herausfinden. Und die Menschen draußen im Land, in Deutschland und in Hessen, haben gelacht darüber, als sie gehört haben, wie lange diese Akten weggesperrt werden, damit möglichst nachfolgende Generationen in einem geschichtlichen Prozess in irgendeiner Form schauen können, was denn hier für Sauereien gelaufen sind. Wir sind an diesen Sauereien nicht beteiligt, Herr Wagner. Wir sind daran nicht beteiligt. Und der Verfassungsschutz hat ein gutes Recht darauf, geschützt zu werden, die Person. Deswegen wird das geschwärzt, ist doch gar keine Frage, dass das stattfindet. Das muss stattfinden. Aber die Menschen haben gleichzeitig ein Recht auf Transparenz, was in diesem Land eigentlich los ist. Und wenn es so ist, wie Sie das eben gerade gesagt haben, dann möchte ich das auch wissen als Bürger dieses Landes. Denn wir haben diese Kenntnisse nicht. Wir haben diese Kenntnisse nicht. Ich möchte sie aber gerne haben. Aber ich möchte diese Kenntnisse nicht haben aus den Unterstellungen, die Sie ständig haben. Bei Ihnen läuft im Kopf ein Weltbild ab, was so nicht existent ist. Wir sind hier ganz normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die in die Politik gegangen ist. Die Linken regen sich auf. Herr Felstelhausen, wer steht denn bei uns vor den... Herr Felstelhausen. Ich bitte, Ruhe in den Plenarsaal einkehren zu lassen. Das Wort hat der Kollege Richter. Also, Herr Felstelhausen, es geht hier um den NSU-Ausschuss. Es geht hier um etwas Spezielles, okay? Und darum geht es nicht um den Herrn Wenzel. Da können Sie gerne eine eigene Sache machen, können wir auch darüber reden. Ich kenne die ganze Nummer, und die ist sehr unschön. Wir stehen nicht bei Ihnen vor den Versammlungen. Wir behindern nicht linke Versammlungen, so wie Sie es tun. Wir machen diese Dinge nicht. Und wir haben das geregelt im Kreis, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wir stehen dazu. Stehen denn die Linken zu ihren Verfehlungen und zu den Leuten, die von der Stasi kommen? Nein, stehen Sie nicht. Stehen Sie nicht. Ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, die Gefahr in unserem Land geht davon aus, wenn Intransparenz akzeptiert wird. Und wir stimmen ja sogar Ihnen zu. Wir stimmen Ihnen ja hier sogar zu. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, ist mir egal. Das ist ein demokratischer Prozess, und wir sind gewählt von Bürgern. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, interessiert uns nicht. Und wir vertreten mehr Bürger als Sie. Das ist an den Wahlen schon einmal ganz deutlich festzustellen. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir wieder zurück zu unserem Antrag und zu dem, worum es überhaupt geht. Herr Wagner, ganz ernsthaft, denken Sie darüber nach, wie das bei der Bevölkerung ankommt, wie es bei den Menschen ankommt, wenn etwas intransparent ist. Und jetzt stellen Sie sich die Gemengenlage vor, wenn nicht Sie in der Regierung wären, sondern wir. Ja, ach du liebe Zeit, Herr Boddenberg. Ach du liebe Zeit. Und jetzt, Herr Boddenberg, stellen Sie sich doch jetzt vor, wir. Also darf ich darum bitten, dass von der Regierungsbank keine Zurufe erfolgen? Danke schön. Nein. Alles gut, kann ich mitleben. Stellen Sie sich vor, es wäre so, und wir würden solche Akten 30 oder 40 Jahre hinter Verschluss machen. Sie würden hier vorne ausrasten vor Wut und würden am Schimpfen sein wie verrückt. Wir wären intransparent, und wir würden Strukturen von uns schützen. Nein, Sie schützen hier kriminelle Machenschaften, und das lassen wir nicht zu, denn wir haben mit denen nichts zu tun. Und dass Sie auf uns zeigen, ist eine Frechheit und eine Unverschämtheit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Ich will, bevor der Minister das Wort ergreift, noch einmal etwas hier sagen. Also, mir wird zugetragen, dass der eine dem anderen zuruft, ihr seid die Neonazis, und die anderen zurückrufen, ihr seid die Nazis. Das geht nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich bitte, das künftig zu unterlassen, sonst unterbreche ich die Sitzung. Das sind Bezeichnungen, die ich hier nicht zulasse, damit es vollkommen klar ist. Ich habe nicht gehört, von wem. Es ist mir so berichtet worden, dass die einen das gerufen haben, die anderen das gerufen haben. Bitte, das zu unterlassen. Das gehört nicht in einer parlamentarischen Debatte in diesem Haus zum Ton. Danke schön. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Minister, warten Sie einen Moment. Frau Wissler, ich kann es nicht beurteilen, verstehen Sie, weil ich es nicht gehört habe. Es ist mit den Masken unfassbar schwierig zu erkennen, welcher Zuruf von wem wohin geht. Und so. Also, verstehen Sie, ich habe es nur allgemein gesagt. Ich habe niemanden persönlich oder konkret angesprochen. Es ist mir jedenfalls mitgeteilt worden, dass diese Zurufe stattgefunden haben. Ich kann sie nicht beurteilen, und ich darf darum bitten, sie zu unterlassen, wenn sie stattgefunden haben. Danke schön. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die furchtbaren Morde des NSU haben unser Land erschüttert. Wir fühlen auch heute noch mit den Angehörigen und den Hinterbliebenen. Die diskutierte Frage jedoch ist am Ende, so emotional das Gesamtthema auch ist, vor allen Dingen eine rechtliche. Bei den sogenannten NSU-Berichten handelt es sich um die Dokumentation und Ergebniszusammenstellung einer rückblickenden Aktensichtung des LfV nach Enttarnung des NSU im November 2011 für den Zeitraum von 1992 bis 2012. Beide Berichte waren aufgrund ihrer umfangreichen Anlagen und Bezugnahmen auf Akteninhalte aus eingestuften Verschlusssachen völlig unabhängig von jedem Untersuchungsausschuss als VS-geheim eingestuft. Auf Antrag wurden beide Berichte aber schon im Rahmen des Untersuchungsausschusses mit zusätzlichen Schwärzungen im Textteil und ohne Anlagen als VS-NFD herabgestuft und dem Untersuchungsausschuss 19.2 überlassen. Dieser behandelte die Berichte in öffentlicher Sitzung. Zudem finden sie sich in weiten Teilen im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtages wieder. Die ungeschwärzten Versionen der Berichte standen den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses 19.2 jederzeit zur Einsicht zur Verfügung. Ich weiß, dass es für viele von Ihnen und selbstverständlich auch für die Petenten nicht leicht zu verstehen und nachvollziehbar ist, dass eine Herabstufung und Freigabe dieser Berichte bislang nicht erfolgen konnte und auch künftig aufgrund staatlicher Schutzpflichten so nicht erfolgen kann. Das Informationsbedürfnis gleichwohl zu befriedigen, bleibt eine große Herausforderung. Das ist ja hier deutlich geworden. Der Arbeit eines Nachrichtendienstes ist es immanent, dass er auch mit Erkenntnissen arbeitet, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Möchte man als Staat einen Verfassungsschutz als Schutz vor Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und als Frühwarnsystem der Extremismus- und Terrorismusabwehr haben, dann gehört zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben auch, dass bestimmte Vorgänge nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Dies ist so, damit der Verfassungsschutz uns vor Extremismus schützen kann. Und das hat der Verfassungsschutz, hat uns schon in vielen Situationen vor großem Schaden bewahrt. Alles, was der Verfassungsschutz tun darf, basiert dabei auf einer gesetzlichen Grundlage. Im Hinblick auf die Einstufung von Dokumenten und Vorgängen finden sich die entsprechenden Regelungen im Hessischen Verschlusssachen- und Sicherheitsüberprüfungsgesetz und der Verschlusssachenanweisung für das Land Hessen. Die Einstufungen erfolgen dabei, um die Arbeit und Aufgabenerfüllung des Verfassungsschutzes zu gewährleisten, um Extremismus erfolgreich bekämpfen zu können. Dabei geht es sowohl um den Schutz von menschlichen Quellen, denen bei Bekanntwerden eine Gefahr durchaus für Leib und Leben drohen kann, als auch um die Sicherung der fortlaufenden operativen Arbeit des Verfassungsschutzes und damit der Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden. Das ist gängige
und von der Rechtsprechung bestätigte Praxis. Die Kontrolle des Verfassungsschutzes ist ebenfalls gesetzlich klar normiert. Einstufung von Dokumenten und Vorgängen bedeutet nicht, dass diese Erkenntnisse nicht auch anderen Stellen zugänglich gemacht werden können. Das betrifft insbesondere Strafverfolgungsbehörden, aber auch die Vorlage an Untersuchungsausschüsse. Im Gesetz ist ausdrücklich geregelt, wann Erkenntnisse des LfV etwa an die Staatsanwaltschaft und Polizei nicht nur übermittelt werden können, sondern müssen. So darf und muss das LfV etwa entsprechende Erkenntnisse zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung an die zuständigen Stellen ausleiten und übermitteln. Darüber hinaus gibt es neben der Fachaufsicht eine umfassende parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes durch die Parlamentarische Kontrollkommission. Das ist doch hier eben schon besprochen worden. Jedem der Mitglieder steht demnach unabhängig vom Einstufungsgrad und von der Einstufungsdauer eines Dokuments ein ungehindertes und vollumfängliches Akteneinsichtsrecht zu. In der PKV sitzen Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses und werden entsprechend dem gesetzlichen Auftrag umfassend informiert, um ihrer Kontrollfunktion nachzukommen. Dieses ganze Konstrukt existiert am Ende, um Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande gewährleisten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Zu einer weiteren Wortmeldung oder einer weiteren Wortmeldung der Kollege Günter Rudolph für die Fraktion der SPD abgegeben. Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Wagner, da ich Sie auch schon länger kenne, weiß ich, Sie bereiten sich in aller Regel gut vor. Aber das, was Sie eben hier gemacht haben, das war schon ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang. Sinngemäß zu sagen, mit der heutigen Debatte sind wir schuld, dass es einen AfD-Antrag zu der Thematik gibt. Wir werden den ablehnen, weil ich bei der Motivlage genau wie bei Ihnen bin. Den nehme ich das auch nicht ab. Aber Sie sollten die Zusammenhänge nicht mit der AfD vermengen, mit einer zu notwendigen öffentlichen Debatte über Petitionen, die von 130.000 Menschen unterschrieben sind. Das war nicht in Ordnung. Wir haben das ja von den Rednern der Koalition, Sie haben es ja auch alles noch einmal bestätigt, was man in der HNA schon lesen könnte. Die Arbeit des Verfassungsschutzes in Hessen im Zusammenhang mit dem Mordfall Halit Yozgat, da gab es schwere, eklatante Mängel. Da ist Vertrauen verloren gegangen, nicht nur bei der Familie Yozgat, aber natürlich besonders, wir erinnern uns gemeinsam an den schweren Auftritt, den der Vater im Untersuchungsausschuss hatte. Das können wir nachvollziehen. Und genau darum geht es in den NSU-Berichten, wo es um die behördeninterne Aufklärung ging, die der damalige Innenminister Rhein in Auftrag gegeben hat. Er hat dann sein Ressort gewechselt. Und dieser Bericht wurde dann, es gab zwei Berichte, stand auch schon in der Zeitung, und um die behördeninterne Aufklärung, nämlich dass der Verfassungsschutz schwere, gravierende Fehler gemacht haben. Warum kann man diese Information, da geht es nicht um V-Leute und Namen, warum kann man das nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Was spricht aus Ihrer Sicht der Grünen dagegen? Was spricht dagegen? Herr Kollege Wagner, da wird nicht die Sicherheit des Landes Hessen gefährdet. Da wird nicht der Verfassungsschutz infrage gestellt. Da haben wir in der Tat im Haus unterschiedliche Auffassungen, auch völlig in Ordnung. Aber da, wo es darum geht, Vertrauen wieder zurückzugewinnen, müssen wir in Vorleistung treten. Und der Journalist Steinhagen, den wir auch als Sachverständigen vor wenigen Wochen hatten, hat ja vor wenigen Tagen gesagt, er hatte wohl Einblick so, indem ich seinen Bericht. Naja, der eine oder andere wird sich wundern, da stehen ja doch nicht alle Sachen drin, die man sich möglicherweise denkt. Ja, vielleicht dient es auch dazu, die ein oder andere Theorie, die herrscht, damit zu entlarven und zu sagen, das ist nicht so. Auch das ist Aufklärung und die muss man leisten. Und dann hören wir ja, der Minister hat es eben wieder gesagt, dass die gesetzlichen Vorschriften so sind. Ja, die Sperrung der Akten zunächst, die 120 Jahre, wirklich absurd. 30 Jahre, wir haben ja schon 15 hinter uns, sind auch schon relativ lang. Und die gesetzliche Grundlage in Hessen ist die Einstufung nach dem Hessischen Sicherheits-, Überprüfungs- und Verschlusssachengesetz.
Ein Gesetz, was wir ändern können als Gesetzgeber. Wo steht denn geschrieben, dass das nicht möglich ist? Wir können es ändern, wenn wir es wollen. Sie wollen es nicht, wir würden es gern ändern. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Aber hören Sie auf mit der Mehr, man kann nichts machen. Nein, wenn man etwas will, kann man etwas verändern. Sie wollen es nicht als Grüne. Das ist der entscheidende Faktor. Und meine Erfahrung aus 2006, Herr Kollege Al-Wazir sitzt da, der Kollege Hahn war damit. Ich weiß, das war im Sommer. Wir wurden wochenlang für dumm verkauft, um es freundlich zu sagen. Im Untersuchungsausschuss kam heraus, dass die damalige Staatssekretärin Scheibelhuber vorbereitet war für die Sitzung der Kontrollkommission. Ihr hättet ja nur Fragen brauchen. So war die Antwort. Und der Herr Bouffier hat uns dann im Innenausschuss damals gesagt, der heutige Ministerpräsident, ich kann Ihnen ja nicht ständige Mitteilungen machen. Also wir müssen fragen, ist mal wieder ein Mord passiert und war zufällig im Verfassungsschutz am Tatort? Was ist das für eine abstruse Diskussion damals gewesen? Und dass wir dann kritisch sind und auch nachhaken und sagen, so etwas darf es nie wieder in Hessen geben, ist doch völlig legitim. Aus diesen schrecklichen Erfahrungen müssen wir lernen. Und das sollten sich auch Grüne endlich mal akzeptieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in der Pressemitteilung des Kollegen Wagners, wo die Nebelwände ja dann, also wurden ja immer mehr Nebelwände, man konnte ja fast gar nicht mehr, aber ich konnte es trotzdem noch lesen, was er gesagt hat. Von grüner Seite werden wir zusätzlich den Petentinnen ein Gespräch mit den Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz anbieten. Was wollen denn die Kollegen Frömmrich und Goldbach mit denen eigentlich besprechen? Was wollen sie denn eigentlich besprechen? Wollen sie denen das Verfahren erläutern? Und dass das eine Verschleppungstaktik ist, Herr Kollege Wagner, weil Sie ja unseren Antrag dann gebracht haben. Es gab einen runden Tisch mit den Obleuten der Fraktionen, Vertretern des Innenministeriums und den Initiatoren der Petition. Und da hat der Staatssekretär Heck klar gesagt, es gibt aus Sicht des Innenministeriums keine Möglichkeit, wir werden die Akten nicht öffnen. Daraus ist dann unser Beschlussvorschlag im Petitionsausschuss erwachsen. Sie werfen Nebelkerzen, Sie wollen über die Bundestagswahl kommen, Sie haben es in der Hand als Grüne, Sie wollen es nicht, das ist der entscheidende Faktor und das haben die Menschen erkannt in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Nächste Rednerin ist die Abg. Janine Wissler, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Innenminister, ich finde es gut, dass Sie noch einmal klargestellt haben, um was es hier eigentlich geht. Weil Herr Bellino ja behauptet hat, es ginge hier um die 2000 Akten, die offengelegt werden sollten. Und da hat der Innenminister jetzt selber noch einmal ganz klar gesagt, um was es geht. Es geht um einen Bericht, beziehungsweise es geht um einen vorläufigen, einen Vorbericht und einen endgültigen Bericht. Es geht um eine behördeninterne Aufarbeitung, eine Prüfung von Vorgängen im LFV. Und darum geht es. Also im Kern um 38 Seiten, Herr Bellino. Da gibt es noch einen gewissen Anhang, der hinten dran hängt. Aber im Kern sind es 38 Seiten. Und diese 38 Seiten, das ist dieser Geheimbericht. Der vorläufige Bericht ist für 100 Jahre geheim eingestuft und der endgültige Bericht dann für 120 Jahre geheim eingestuft. Und der ist doch schon auf Antrag damals im NSU-Untersuchungsausschuss auf Verschlusssache NFD. NFD steht für nur für den Dienstgebrauch. Das heißt also, so runtergestuft wurden, dass man ja überhaupt öffentlich daraus zitieren konnte und Teile davon in den Abschlussbericht auch mit aufnehmen konnte. Also darum geht es im Kern. Nur um hier wirklich mal diese ganzen Nebelkerzen beiseite zu packen, die hier geworfen werden. Keiner will hier ganze Zimmer voller Akten veröffentlichen mit Namen und sonst was, sondern es geht im Kern um diese Berichte, meine Damen und Herren. Und da wurde sich angeschaut, 20 Jahre eben in den Akten, ob es irgendwelche Bezüge gegeben hat zum NSU. Und es war der damalige Innenminister Rhein, der im Jahr 2012, im Sommer, wenn ich es noch richtig weiß, dem wohl auch irgendwie der Kragen geplatzt ist und irgendwann gesagt hat, also das Landesamt für Verfassungsschutz muss sich anschauen, ob es hier irgendwelche Erkenntnisse gegeben hat, ob es Bezüge zum NSU gegeben hat und ob es hier Versäumnisse gab. Und dann hat der damalige Innenminister
Innenminister diesen Bericht in Auftrag gegeben. Und dann hat man ungefähr zweieinhalb Jahre im Landesamt für Verfassungsschutz diese Akten durchkämmt und dann immer wieder Berichte abgegeben, die dann aber schon von den Abteilungsleitern im Innenministerium zurückgewiesen wurden und gesagt wurde, irgendwie neu machen ist noch nicht richtig, ist noch nicht gut, noch mal nachgucken. Und dieser abschließende Bericht, der ist dann im Januar 2014 als Innenministerium, als Herr Rhein nicht mehr im Amt war, sondern schon Herr Beuth Innenminister war. Nur das zu der Geschichte dieses Berichtes. Und diesen Bericht, das sind keine Primärquellen, da sind keine Treffberichte mit V-Männern drin. Ja, da stehen auch keine Namen von V-Männern drin. Wer das glaubt, dass das in den Dokumenten steht, der hat wirklich am NSU-Untersuchungsausschuss nicht besonders viel mitbekommen. Ja. Also bei V-Männern steht ein Kürzel drinnen, nämlich VM und dann die Nummer, mit der er geführt wird. Und ab und zu hat man noch vergessen, den Buchstaben zu schwärzen, weil ein Buchstabe darüber Auskunft gibt, ob der V-Mann zuverlässig ist oder wie zuverlässig er einzuschätzen ist. So, das steht da in den Akten und keine Namen. Und das sind behördeninterne Prüfungsberichte. Und ich sage noch einmal, hier werden keine Persönlichkeitsrechte geschützt, sondern hier wird das Landesamt geschützt. Hier wird dabei geholfen, diese riesigen Verfehlungen, dieses Versagen dieses Landesamts, das zu vertuschen. Das wird hier geschützt, aber keine Persönlichkeitsrechte. Und Herr Wagner, die Staatskanzlei hat immer wieder versichert, die Aktenlieferungen sind vollständig. Und immer wieder gab es Nachlieferungen. Immer wieder. Immer wieder kamen neue Akten. Und dieser Bericht, der natürlich elementar zu den Akten gehört, ja, selbstverständlich ist der Kern der Akten. Ja, und der war natürlich auch vom Einsetzungsbeschluss und von allen Aktenherbeiziehungsbeschlüssen, hätte der natürlich vorgelegt werden müssen. Der ist sowohl dem Deutschen Bundestag als auch dem Hessischen Untersuchungsausschuss einfach vorenthalten worden. Ist einfach nicht geliefert worden, Herr Innenminister. So. Und erst als man irgendwann mal in den Akten einen Hinweis drauf gefunden hat, man nachgefragt hat, was ist denn eigentlich mit dem Bericht? Ja, ups, haben wir vergessen. Nachlieferung. So wie es ganz viele Nachlieferungen gab, weil man immer mal irgendwas gefunden hatte und dann wieder irgendein Aktenstück gerade nicht auffindbar gewesen ist. Und das ist doch das Problem. Ja, und jetzt, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich meine, 120 Jahre geheim, auf öffentlichen Druck, auf hohem öffentlichen Druck, ist das runtergestuft worden auf 30 Jahre. Ja, schön. Aber wir wissen, dass vielleicht viele Angehörige der Opfer in 30 Jahren nicht mehr leben. Und deswegen müssen wir den Bericht jetzt öffentlich machen und nicht in 30 Jahren, meine Damen und Herren. Und die Grünen haben damals aus Koalitionsdisziplin der Einsetzung des Untersuchungsausschusses nicht zugestimmt. Der ist damals nur mit den Stimmen von SPD und Linke eingesetzt worden. Und leider haben sich im Ausschuss auch über weite Strecken so verhalten. Also es war wirklich schwierig, in diesem Ausschuss aufzuklären. Und ich will nur sagen, wir haben da versucht, Dinge zu beleuchten. Und auszuleuchten gab es ein Unterstützungsumfeld, das NSU in Kassel. So ist man ja auf den Stefan Ernst gestoßen, der spätere Mörder von Walter Lübcke. Deswegen war der ja Thema im Untersuchungsausschuss. So, und dieser Bericht, darum ging es darum, gab es Bezüge zum NSU? Hätte das Herr Landesamt für Verfassungsschutz was wissen können? Gab es vielleicht möglicherweise Hinweise darauf? Und in dem Bericht steht doch drin, Hunderte von Hinweisen auf Sprengstoff und Waffen bei Neonazis ist einfach nicht nachgegangen worden. Hunderte von Akten sind einfach verschwunden, geschreddert worden, nicht mehr da. Ja, vieles, wo man es überhaupt nicht mehr feststellen kann. Warum unterliegt das der Geheimhaltung? Das ist mir wirklich überhaupt nicht klar, was daran geheim sein soll, warum man das nicht veröffentlichen kann, außer dass man sich Sorgen um den Ruf dieser Behörde macht, in deren Abgründe wir ja 5 Jahre lang schauen durften, meine Damen und Herren. Und ich komme zum Schluss, Herr Präsident. 130.000 Menschen fordern die Offenlegung dieser Akte. Und das, Herr Wagner, da die AfD heranzuziehen, um das Anliegen von 130.000 Menschen und das Anliegen der Opposition zu diskreditieren, das ist nicht in Ordnung, weil die Leute fordern Aufklärung und die Leute fordern Aufarbeitung und damit haben sie auch recht. Vielen Dank, Frau Faeser. Wir sind am Ende der Aussprache. Wir werden das nachher so machen, dass wir dann über die namentliche Abstimmung beantragt, dass wir dann über die Beschlussempfehlung beider Petitionen nachher namentlich abstimmen. Und Herr Richter hat mir mitgeteilt, dass der dringliche Antrag der Fraktion der AfD in den INA soll. Ist richtig so? Ist richtig so. Alles klar? So machen wir es.